Das andere Bild, was wir euch heute zeigen, heißt Reptile Bands. Und bei diesem Reptile Bands ist der Titel und die Form natürlich nicht zufällig, sondern es gibt tatsächlich etwas im Wesen des Mannes. Das nenne ich Todes- oder Zerstörungselement. Und das trägt jedermann tatsächlich in sich. Und es gibt die Geschichte von der jungen Mutter, die mit ihrem Kind von der Autobahn abgedrängt wurde von einem Mercedes-Benz-Testfahrer. Und die hat sich so erschrocken, dass sie quasi die Kontrolle über den Wagen verloren hat und der Wagen dann verunfallt ist und beide sind leider gestorben. Und der Mercedes-Testfahrer, den hat man rausgefunden, der wurde verurteilt. Und was ich gemalt habe, ist der letzte Blick der Frau in den Rückspiegel. Und zwar ist das der einzige Moment, wo sie dieses Todes- und Zerstörungselement erkennen konnte. Und deswegen habe ich auch diese Form genommen, quasi als wirklich letzter Blick in den Spiegel. Und man sieht, das, was ich getan habe, ich habe aus diesem Auto ein mechanisches Wesen gemacht, ein an Dschungelfarben orientiertes Raubtier. Und man erkennt hier noch sozusagen die aufblitzenden Augen und sozusagen dieses Tribal als Symbol für dieses Jagen. Und diese Details im Kleinen werden dann sichtbar, dass es tatsächlich ein mechanisches Wesen ist. Und deswegen heißt dieses Bild auch Reptile Bands, weil der Mann als von Natur aus so ein Element in sich trägt, aber auch nur in Krisenzeiten wird das sichtbar. In der modernen, friedlichen Welt kann man diese Dinge recht selten nur beobachten.